Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Kart Wii Online. Heute mal wieder eine normale WWW. Und heute, weil ich jetzt keine Ahnung, was ich für ein Thema bringen soll, werde ich eine Top 10 meiner Lieblingsspiele machen. Warum ich das mache? Weil ich jetzt keinen Plan hatte? Hab mir überlegt, was soll ich jetzt rausbringen? Ja, da dachte ich mir, ja, vielleicht bringe ich mal meine 10 Lieblingsspiele raus, die ich damals gespielt habe. Eigentlich wollte ich eine Top 5 machen, aber... naja, okay, geht. Naja. Was für Spiele es werden, werde ich sagen und warum ich sie mag. Und eine Challenge wird es nächste Woche auch geben. Das ist garantiert. Let's go. Also auf Platz 10 wäre nach meiner Meinung nach Silent Hill 3. Ist ein Horror-Game. Ein, nenne mir das mal, Psycho-Horror. Und war es sogar mein allererstes Horror-Game. Auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von dem Green bin. Aber... naja, jetzt würde man sagen... ja, aber Resident Evil ist doch sogar noch besser, Bro. Naja, Resident Evil war gut. Vielleicht ist es heute besser, aber ich... boah, wie schlecht war ich denn? Aber wie gesagt, ich mag den... also ich mag von der Reihe am ersten den dritten Teil. Downpour will ich zum Beispiel auch noch nehmen, weil... ein paar Sachen fand ich schon mega nice. Aber den dritten fand ich halt immer noch am besten. Weil die Protagonistin ein... also eine weibliche Protagonistin ist. Ein ziemlich nice Survival-Horror. Also... wer auf Horror-Games steht, kann da mal abchecken. Oder vielleicht kennt einer der, oder der andere die Silent Hill-Reihe. Aber ist es nach meiner Meinung nach nur ein Platz 10? Weil... naja, wo ich zum ersten Mal ein Horror-Game gespielt habe. Naja. Waren keine so nice Nächte. Ja, wenn man das erste Mal spielt. Also, beziehungsweise von Art Horror Green. Ach komm. Naja, auf Platz 9 wäre nach meiner Meinung nach GTA 3. Sogar mein allererstes GTA. Ich, der keine Sätze zu Ende bringt. Warum ich das Spiel damals so geil fand? Ich hasse eigentlich Shooter wie die Pest, aber GTA ist was komplett anderes. Da gibt's Fahrzeuge und da kannst du richtig viel Mist bauen. Und das ist das, was ich an GTA halt so geil finde. Und jetzt würde man sagen, San Andreas, bestes Spiel. Aber ich habe wie gesagt mit GTA 3 angefangen. Hab mir sogar die PS4-Version damals geholt. Also beziehungsweise ein kleines Remaster von der 2er, also PS2. Und... ach, Schmutzpunkte. Naja, ich erzähl dann im nächsten Rennen mehr. Na dann, bis gleich. Eigentlich mal eine gute Strecke. Also wie gesagt, GTA 3 habe ich sogar, sagen wir mal, mit 14 gespielt. Ja gut, sollte man eigentlich nicht, aber bei mir damals, du darfst es nur spielen, wenn das Blut aus ist. Mich hat das Geballer einfach nur null interessiert. Ich fand's nur lustig, wie man nur Mist baut. Oh Mann, was für Zeiten. Aber egal, auf Platz 8 wäre, wie gesagt, ein altes Game, was sogar kürzlich ein Remastered bekommen hat. Okay, vielleicht vor 2 Jahren. Also es ist die Spyro-Trilogie. Ja, danke Englisch. Spyro-Trilogie. Also eigentlich mag ich, wie gesagt, alle Teile von den ersten 3 Teilen. Es gibt zwar mehrere, aber die älteren mag ich halt am meisten. Hm. Ah, wie die Zeit vergeht. Aber es ist schon ein richtig funniges Spiel. Es geht um den kleinen Drachen. In Sachen erklären bin ich halt schwer. Aber ich fand es halt
Geil, ein kleiner Drache zu sein, Edelsteine zu sammeln und den bösen Feuerunternehmen dann zu machen. Ein richtig funniges Remaster-Spiel, auch wenn's. Ich habe das als Kind über 3 bis 4 Mal gesuchtet, ey. Ich liebe solche alten Spiele. Naja, ich muss mich ja auch kurz fassen, weil ich will kein einstündiges Video bringen. Ich glaube, das wird keiner so lange ansehen. Na, wenn ihr euch über die Spiele informieren wollt, ich würde vielleicht ein paar Links zu den Spielen mal senden. Aber ein paar sind, wie gesagt, ab 18 oder ab 16. Also Spyro zum Beispiel ist sogar ab 6. Oder ab 0? Ach, keine Ahnung. Aber es wäre halt, wie gesagt, egal. Ach komm, jetzt dodge ich den Power nicht. Ah. Ach komm. Oh Mann, ich bin nicht schlecht. Also das nächste Spiel, was ich jetzt auf der Liste habe, wäre ein Spiel. Also Platz 7. Auch wieder ein altes Spiel. Was ich auch sehr geil fand. Und zwar Digimon 2003. Nach meiner Meinung eins der besten Digimon-Spiele aller Zeiten für mich. Auch wenn es damals wie die PS1 war. Und der Plot-Twist daran ist, da habe ich sogar den Namen her. Den Namen Kyugi. In Wirklichkeit war der Name in Digimon, was ist normal, keiner kennt. Beziehungsweise nur die richtigen Fans. Ich habe damals einen Digimon immer genommen. Also ich habe damals immer das Codemon als Starter genommen, weil ich Kyugimon extrem geil fand. Besonders den Move Blade Twister. Damals wollte ich eigentlich Online Centurion heißen. Aber weil der Name auch etwas bekannt ist, habe ich den Namen dann am Ende gestrichen. Weil ich den Namen dann doch nicht so geil fand. Und dann habe ich mich einfach für Kyugi entschieden, weil ich bis jetzt noch niemanden gesehen habe, der den Namen hatte. Ach. Und Kyugi-Man habe ich extrem oft gerne gespielt als Starter. Jetzt würde man sagen, Pokémon ist doch viel, viel geiler. Ja, ich fand Pokémon damals auch geil. Aber irgendwann, naja, sagen wir mal, ist es mir einfach irgendwann zu viel geworden. Leute, mit denen ich gerne spiele, spielen nicht mehr. Und seitdem habe ich Pokémon aufgehört. Auch wenn es ein geiles Spiel war. Aber egal. Die nächsten Sachen werde ich euch gleich sagen. Also dann, bis gleich. Nächstes Race, nächste Platzierung. Und zwar Platz 6. Und zwar Borderlands. Und zwar Borderlands 2. Aber wie gesagt, ich hasse eigentlich Shooter. Aber Borderlands hat ein Shooter, was mir so richtig gefällt. Erstmal Grüße an einen Kollegen von mir, der das mit mir gesuchtet hat damals. Geile Zeit damals. Und ich habe sogar das Borderlands 3 mit ihm gezockt. Ah, naja, aber das zweite war nach meiner Meinung immer noch das Beste. Warum ich das Spiel so geil finde? Nicht wegen dem, ach komm, nicht wegen dem Ballern, sondern weil ich es geil finde, Waffen zu sammeln. Und ich bin so ein Freund vom Sammeln. Deswegen gehe ich auch doch Feen sammeln. Aber wie gesagt, das ist das, was ich heute an den Spiel am geilsten fand. Immer wieder neue Waffen sammeln. Wo es über 1 Million davon gab. Und man sich entscheiden muss, ach, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ach, was nehme ich denn? Das gleiche gilt für die Granaten. Ach, Borderlands. Okay, und das Spiel ist auch ab 18 für die, wo sich fragen, was labert der da? Aber ist es nach meiner Meinung nach auch ein richtig geiles Spiel. Auch wenn die nächsten Teile jetzt nicht so geil sind. Aber die sind, wie gesagt, okay. Also, wenn ihr Lust auf einen Shooter habt und ein paar Kumpels habt, die Bock haben, Koop zu spielen, kann ich das Spiel euch mal empfehlen. Aber es macht auf jeden Fall Bock und Laune. Kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir mal zur nächsten Platzierung. Und zwar zu Platz Nummer 5. Oder war das Platz Nummer 6? Ne, Platz Nummer 5, ja genau. Und zwar Crash Team Racing. Also, dieses Spiel ist so ähnlich wie Mario Kart, nur das Mario Kart für die PlayStation.
Damals wollte ich immer ein N64 und Mario Kart spielen, aber der Witz dran ist, okay, das habe ich glaube ich schon mal beim ersten Part erzählt, und zwar haben mir meine Eltern das nicht erlaubt, warum auch immer. Und deswegen sagten die mir, ach, gib mir doch eine PlayStation, geht auch. Ich denke mir mal, weil der N64 wahrscheinlich teurer war, aber nur wahrscheinlich, und ich kriege kein Item, weil ich mich nicht konzentriere, vielen Dank auch. Und ich, ach komm, wie viel Pech kann man haben? Aber wie gesagt, damals habe ich in CDGP ja gesagt, dass die CDR-Stränge ich extrem geil finde. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Crash Tag Team Racing, ein geiles Spiel auf der PS1. Habe ich als Kind extrem gesuchtet. Aber dann werde ich euch meine Top 4 Spiele sagen. Und hoffe, dass die Aufnahme nicht so lange wird. Also dann, bis gleich. Na dann, kommen wir mal wieder zu einer schönen Strecke und zu meinem Platz 4. Es ist schwierig, welche Reihe ich von dem Spiel nehme. Aber ich habe die Reihe extrem geil gefunden, deswegen ich schwer entscheiden kann, welche ich nehmen soll. Deswegen habe ich gemeint, ich packe die alle auf Platz 4. Und zwar die Hyperdimension Neptunia-Reihe. Alle Teile und alle Franchise. Also, ich habe ja damals, dass ich mir damals eine PS3 gekauft habe. Und zwar wegen Borderlands. Und dann habe ich mir noch gleichzeitig ein Hyperdimension Neptunia Game gekauft. Sogar mein allererstes JP-RPG. Was ich heute noch ziemlich geil finde. Auch wenn es schon ziemlich. Okay, beziehungsweise nicht ziemlich alt ist, aber schon alt. Ach komm. Das Spiel ist, glaube ich, vielleicht mal schon. Also beziehungsweise die Reihe ist schon, glaube ich, 10 Jahre alt. Ach komm, nimm doch. Und ich feiere es halt irgendwie immer noch. Naja. War ja auch mein allererstes JP-RPG-Game. Und deswegen feiere ich es noch. Auch wenn ich ein paar Teile immer noch nicht durch habe oder noch nicht gekauft habe. Aber das wird halt doch alles kommen. Deswegen ich es halt extrem geil fand. Ich hätte zwar lieber auf Platz 3 gewählt, aber dafür fiel mir gerade noch ein Spiel ein, was ich umso geiler fand. Beziehungsweise auch im Real Life gerne gespielt habe. Und dazu komme ich mal jetzt. Und zwar zu Platz 3. Und zwar zu Yu-Gi-Oh! Okay, schwierig, welches Spiel ich nehme, aber ich mochte alle Teile. Als Kind habe ich damals echt die Serie geil gefunden. Und zwar die allererste Staffel. Nicht die, wo jetzt neu sind. Naja, ich habe ja auch noch Yu-Gi-Oh! Mitgemacht, aber auch nur bis halt zur Exist-Zeit. Weil Pendel fand ich dann halt nicht so geil und seitdem habe ich halt aufgehört. Ich spiele ab und zu noch auf der Konsole manchmal, aber dann halt nur manchmal die Oldschool-Dinge, wie zum Beispiel Fusion, Normal, Synchro, was es sonst noch alles gibt und Exist. Das Zeug wie Pendel oder Link, was es heutzutage gibt. Nee, das kannst du vergessen, seitdem habe ich aufgehört. Auch wenn ich Yu-Gi-Oh! Immer noch geil finde. Aber wie gesagt, die neueren Teile sind einfach nicht mehr so, wie es mal war. Wie gesagt, seit Exist habe ich aufgehört. Aber ich freue mich, wie gesagt, auf das PS4-Spiel. Ob das, wie gesagt, wie Legendary, wie Legacy of Duel ist, auch eine Story bekommt oder es allgemein online ist. Aber ich habe je gesagt, jeden Teil fast gerne gesuchtet. Ich habe es geliebt. Aber es wird sowieso gleich das letzte rein und wie gesagt meine Top 2, die ich gerne spiele. Und ich glaube, ihr würdet denken, was auf jeden Fall dabei sein könnte. Aber wie gesagt, wird er eh das letzte rein. Und seid mal gespannt. Also bis gleich. Ein schöner Abschluss. Okay. Na dann. Zu Platz 2, was jetzt, glaube ich, viele Leute nicht erwartet hätten. Beziehungsweise von 20 Zuschauern, die es schauen. Und zwar mein zweitliebstes Spiel ist Mario Kart Wii, das, was ich jetzt gerade zocke. Damals habe ich das extrem gesuchtet, damals. Besonders damals wegen Hackern, wo das noch geil war. Also die WF. Wie zur Hölle ist das passiert? Damals fand ich das, wie gesagt, nur wegen den Hackern so geil.
Und obendrein noch diese geilen Namensding. Ach komm. Und das, was ich mir besonders bei Hackern wünsche, wenn mal die Wolke versch. Ja, genau! Behalt's doch. Ach komm. Behalt's! Ey, kauf dir ein scheiß Internet ernsthaft. Ah, und da steht Wii U. Ich spiele genauso. Also, wie gesagt. Ach, wobei ich denke, ja, genau, Mario Kart. Also, manchmal hasse ich es deswegen. Aber habe es, wie gesagt, wegen Hackern so geil gefunden. Okay, ich spiele es heute auch ab und zu wieder. Aber auch jetzt nur, weil der RCC-Clan wieder komplett aktiv ist. Beziehungsweise, sagen wir mal, 20%. Aber die meisten sind auf jeden Fall wieder aktiv. Was ich schon ziemlich geil finde. Und mit denen. Wie kann man kein Pow dodgen? Okay, das war auch eine günstige. Das war auch eine günstige Stelle. Ungünstige Stelle. Ah. Also, wie gesagt. Es ist auch nur Platz 2, weil ich es auch ab und zu aufgehört habe zu suchten. Ich hatte sogar zwischendrin ein, zwei Jahre Pause ab und zu. Erstens, weil mein Clan weg war, beziehungsweise diejenige, wo den Clan erstellt hat, aufgehört hat mit Mario Kart Wii. Da habe ich aufgehört. Dann habe ich, wie gesagt, mit Rixo weiter gespielt, weil ich ihn schon ganz geil finde. Also richtig sympathisch sogar. Grüße gehen raus. Ich, der keinen Satz zu Ende bringt. Und dann hatte ich nochmal ein weiteres Jahr Pause, weil er dann aufgehört hat. Für ein, zwei Jahre ungefähr. Aber ich kann auch verstehen, warum. Und seitdem er wieder richtig aktiv ist, bin ich auch etwas wieder aktiver geworden. Aber Mario Kart Wii ist leider nur Platz 2, auch wenn ich das Spiel richtig geil finde. Auf Platz 1 ist auf jeden Fall GTA 5. Nicht das normale Game, sondern online. Also anfangs habe ich jetzt nicht so gemacht, aber wegen den ganzen Glitches und so. Und weil man mit Freunden richtig Müll bauen kann. Also nicht um Leute abzufangen und so. Also nicht Leute und so. Das macht mir beispielsweise keinen richtigen Spaß. Aber beispielsweise nimmst du ein fettes Fahrzeug und rammst einen. Ach komm schon. Und rammst einfach in so einen Blauspieler, der einfach in der normalen Karre fährt. Und rammst die mit so einem fettes Fahrzeug rum. Es macht irgendwie voll Laune. Könnt ihr mal ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn er mal schießt, dann ist er fällig. Weil ich wollte nur meinen Spaß haben. Also wie gesagt, das waren meine Top 10 Lieblingsspiele. Okay, Pokémon war zwar nicht dabei, aber das wäre als lobenswerte Erwähnung gewesen. Aber weil der Part sowieso jetzt zu lang ist, würde ich aufhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!